Seit geraumer Zeit bekommt man vom Form Futura und später auch von anderen Anbietern diese Dual Color Silky Filamente zu kaufen. Wenn du wissen möchtest, ob diese Filamente etwas taugen, dann bleib dran. Grüß Sie wohl, ihr lieben Makerlein. Ich bin die Maggie von Makorama.de und heute schauen wir uns mal diese Dual Color Silky Filamente von Form Futura an. Bevor wir jedoch beginnen, habe ich noch eine Bitte. 26% meiner Zuschauer haben meinen Kanal bereits abonniert und ich würde mich sehr freuen, wenn du den Kanal kostenlos abonnierst, sofern du dies noch nicht getan hast. Danke dafür schon mal im Voraus. Des Weiteren habt ihr immer noch die Möglichkeit, den Blayclue auf Kickstarter zu unterstützen. Das ist ein Kleber, mit dem könnt ihr PLA, ABS und ASA kleben. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung. Wer bisher mehrfarbig drucken wollte, hatte dazu gleich mehrere Möglichkeiten, um das umzusetzen. Zum einen den althergebrachten Filament Change. Bedeutet, ihr haltet den Druck an, der Drucker fährt in eine Warteposition, ihr wechselt schnell das Filament, lasst den Druck weiterlaufen und voilà, ihr habt einen mehrfarbigen Druck. Congratulations! Wer das Ganze automatisiert machen möchte, kann natürlich auf ein technisches Hilfsmittel wie eine MMU oder aber auch eine Palette zurückgreifen. Ich mag das Teil hier persönlich mehr als die MMU, aber das ist meine persönliche Präferenz. Link zu beiden Produkten findet ihr unten in der Videobeschreibung. Prusa hat für beide Varianten eine Möglichkeit angeboten. Zum einen ein Online-Tool für einen Filament-Change, den man automatisiert über die Angabe von der Layerhöhe zum G-Code hinzufügen konnte und zum anderen die MMU2. Die kann bis zu 4 Farben drucken und muss man natürlich auch selbst zusammenbauen. Zickt ein bisschen rum, aber funktioniert auf jeden Fall auch und ist günstiger als eine Palette. Die dritte Möglichkeit ist ein Regenbogenfilament. Auf diesem Filament sind auf der Spule immer mehrere Farben, die dann am Übergangspunkt immer ein bisschen ineinander verlaufen und das ergibt dann einen schönen Farbverlauf beim Drucken. Das hat den Vorteil, dass man bei so großen Objekten wie bei dieser Vase hier natürlich schöne Farbverläufe während des Drucks hat, aber auch den Nachteil, wenn man solche kleinen Objekte druckt, dass man den Farbverlauf teilweise gar nicht wirklich sieht. Seit geraumer Zeit gibt es von Herstellern wie Form Futura eine weitere Möglichkeit, sogenannte Dual-Color oder dichromatischen Filamente. Diese enthalten in einem Filamentstrang gleich 2 Farben, wie dieses grün-weiße Filament hier. Und man sieht hier schon auf der Rolle, dass da 2 verschiedene Farben drin sind. Insgesamt gibt es 7 verschiedene Farbkombinationen, blau-grün, lila-pink, gelb-pink, gold-silber, magenta-silber, grün-weiß und lila-silber. Ich habe mich jetzt hier für meine Tests auf grün-silber und pink-gelb entschieden. Ich finde, das sind einfach die besten Farbkombinationen, aber ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, welche Farbkombination euch am besten gefällt. Aber wie funktioniert denn jetzt das Filament überhaupt? Nun, grundsätzlich druckt es sich wie jedes andere Silky-Filament auch. Und damit meine ich mit mindestens 215 Grad Düsentemperatur. Der Hersteller gibt eine Temperaturrange von 215 bis 245 Grad an. Bei meinen Drucken auf dem Prusa i3 hatte ich mit 225 Grad allerdings die besten Druckergebnisse erzielt. Das müsst ihr für euch dann entsprechend austesten. Die jeweilige Druckfarbe erhaltet ihr durch die Druckrichtung. Das bedeutet, ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen, ihr habt einen Pinsel, auf der einen Seite ist die grüne Farbe, auf der anderen Seite ist die weiße Farbe. Wischt ihr jetzt von links nach rechts, habt ihr die weiße Farbe auf der Oberfläche und wischt ihr von rechts nach links, habt ihr die grüne Farbe auf der Oberfläche. Das bedeutet natürlich aber auch, dass bestimmte Druckobjekte besser funktionieren als andere. So eine Vase wie diese hier funktioniert deutlich besser als ein kleiner Würfel mit relativ viel Infill. Für den Vase Mode gibt es im Netz mittlerweile richtig viele gute Tipps und Tricks für die perfekten Einstellungen. Das erste, was man machen muss, ist natürlich logischerweise richtig den Vase Mode aktivieren. Diesen findest du beim Prusa Slicer zum Beispiel unter Druckeinstellungen, Schichten und Umfang. Als nächstes würde ich mir überlegen, wie ich die Naht kontrollieren kann. Also die Stelle, wo der Drucker von einem Layer zum nächsten wechselt und dort eventuell die Druckrichtung ändert und damit auch die Farbe. Da ich das kontrollieren möchte und nicht irgendwie wild auf dem Druckobjekt die Farbe wechseln möchte,
stelle ich mir die Nahtposition auf die Rückseite des Objekts bzw. nach hinten und versuche dann über den Extrusion Multiplier passend zu meinem Filament das Ganze so einzustellen, dass man die Naht so gut wie nicht mehr sieht. Wer natürlich jetzt keine Vase drucken möchte, dem empfehle ich, wie bei diesem Objekt hier, maximal 15% Infill zu nutzen, denn damit erzielt man mitunter die besten Druckergebnisse. Wie bei anderen Silky-Filamenten üblich, sollte man hiermit tunlichst auch keine mechanisch belastbaren Teile drucken, denn die werden aller Wahrscheinlichkeit nach brechen. Und mal unter uns gesagt, wir wissen alle, dafür gibt es dedizierte Materialien wie zum Beispiel ABS, ASA oder Nylon. Wofür das aber sehr gut geeignet ist, ist für Eyecatcher-Objekte. Das heißt also, wenn ihr eurer Mutter was zu Muttertag, Geburtstag oder Weihnachten schenken wollt, kommt ihr um das Material eigentlich gar nicht mehr herum. Ja? Ich bin jetzt gespannt auf eure Kommentare. Sagt mal, wie ihr das Filament findet, welche Farbkombination ihr am besten findet. Ich persönlich mag ja das Gelb-Pink am meisten und muss auch sagen, in meinen Versuchen hat sich das richtig gut drucken lassen. Wenn man dann die Einstellung noch richtig tunt, dann kommt man hier auf solche coolen Objekte wie den Haifisch hier, den ich gedruckt habe. Ich habe irgendwie den Haifisch-Tick bei dem Druck gehabt. Aber ja, wo die eine Seite grün, die andere Seite weiß ist, ich finde das schon ganz cool. Das gibt immer so einen gewissen Wow-Effekt, wenn man es den Leuten zeigt. Ich bin auf eure Kommentare dazu gespannt. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Wenn ich dir jetzt genug Appetit auf das Filament gemacht habe, dann kann ich dich beruhigen. Den Link zum Filament findest du unten in der Videobeschreibung. In unseren Shops in Deutschland und in der Schweiz haben wir momentan alle Farben vorrätig und bieten es dort zum Einführungspreis an. Für unsere Patreonen gibt es nochmal einen Rabattcode, welchen ich auf Patreon gepostet habe. Und apropos Patreon, vielen lieben Dank Marc und Erik für eure Unterstützung. Wer jetzt auch den Kanal gerne unterstützen möchte, kann dies auf Patreon tun. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und die ersten 5 Patreonen bekommen, sobald sie da sind, wirklich den limitierten Schlüsselanhänger mit dem Makerboard. Ich verspreche es, diese Woche, wenn das Ding da ist, schicke ich die Teile raus, weil ich bin auch heiß drauf. Und in diesem Sinne hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Wenn ja, gebt dem doch bitte einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr den noch nicht abonniert habt. Und ich bin raus. Hodl's Align, Happy Printing. Ciao.